Ja, Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Ich habe gerade ein Problem gehabt, ich konnte irgendwie die Aufnahme nicht starten. Irgendwie war dieses Numlock ausgestellt hier, also die Tastatur. So, heute ist Sonntag. Ich habe ein bisschen gefahren, habe jetzt gefrühstückt und so. Eigentlich habe ich jetzt eine Stunde erstmal überhaupt nichts gemacht. Aber ich war wieder farmen. Wie gesagt, habe gequestet, habe gefarmt, ein bisschen Zeug ist dazugekommen, ein bisschen verschrottet, war aber nicht viel. Ich habe auch wieder Ashara Schleier gefarmt. Ich gehe davon aus, dass er verkauft wurde und dass ein paar Sachen nicht verkauft wurde. Ich gehe jetzt erstmal schön in mein Privatbankfach, an mein Privatbankfach. Wir gucken mal hier, was ich habe. Also ich habe ja hier noch Tigerfisch und so weiter und so fort. Das ist alles von heute. Das habe ich fast alles gefarmt, bis auf hier die Schuppen und sowas alles. Hier, das habe ich gefarmt, Ashara Schleier, zuletzt 63 Gold. Hier habe ich auch wieder ordentlich flüchtiges Leben. Das ging auch immer. Pyrit habe ich eigentlich nur nebenbei. Ich wollte gar kein Elementium-Erz farmen, weil ich glaube nicht, dass das einer kauft jetzt. Aber jetzt habe ich es und naja, ist ja egal. So, ich hole jetzt erstmal meine Reste raus hier von letztens. Also was ich also über die Woche gesammelt habe. Gestern habe ich nichts gemacht. Von daher ja, gibt es auch eigentlich nicht viel zu erzählen. So, so ich nehme alles raus, was ich verkaufen kann. Und versuche das anzubieten. Bis auf die Sachen, die kann man ja bei jedem Händler kaufen. Hier wildes Mehl und so. Winterkuss auch mit. Das. Hier ein bisschen Ankerkraut. Habe ich leider nur drei, aber macht ja nichts. Ist alles cool, so, also das auch alles raus hier. Erkunden das Biss habe ich auch noch. Natürlich werde ich gucken, ob ich nebenbei ein bisschen farmen kann. Das Fleisch lasse ich drin, denn das hat keinen Wert. Okay, die zähe Lende, die nehme ich mal raus. Aber der Rest hier hat einfach keinen Wert gehabt. Ich nehme es trotzdem mal mit, man kann ja mal gucken. Ich hoffe nur, dass das Scan nicht so lange dauert. Die Reisen sicher sein. Und schnell genug scannt. Und jetzt gucken wir mal erstmal. Achso, ich war schon mal rausgeflogen, also ich habe nichts angenommen. Ich war aber schon bei 736 Gold, also Quest Gold und Verkauf von grauen Sachen. So, jetzt gucken wir mal hier. Ah, siehst du, Pyrit-Erz ist immer noch da. Auch die Aschenblüte. Na gut, kann man jetzt nicht ändern. Ist halt nochmal zurückgekommen jetzt. Ist halt so. Okay, ist aber nicht viel, denn jetzt kommt schon der Rest hier. Platinerz, schlammige Makrele, Schleier. Schleier verkauft. Gut, immer dafür, dass er noch drin war zuletzt. Ich dachte echt, den kauft keiner mehr. Aber er ist verkauft und auch wieder hier über 1200 Gold eingenommen hier. So, wir können jetzt irgendwie gucken. Fluchtknospe habe ich gesehen. Was ich nicht gesehen habe, war Gärtenrohr, aber das hatte ich vorher schon verkauft. Gut, dann nehmen wir nochmal alles entgegen hier. Gucken, was zusammenkommt. Ich hoffe ja so wenigstens auf 10, 12. So, wir sind jetzt schon mal 6, 16, 19, 23.000. Also über 23.500 eingenommen. So, sind wir schon mal bei über 105.000 Gold. Das ist doch 117.000 Gold. Das ist doch schon mal eine gute Sache. So. Hau ich erstmal alles wieder rein hier. Werde nebenbei ein bisschen gucken, ob ich was flippen kann. So, ich biete das alles so an direkt. Zack. Gucken wir, was der Tigerfisch für einen Wert hat. Zuletzt hat er 45, 49. Jetzt ist er bei 47. Ich gucke ganz kurz, was das Fischöl für einen Wert hat. So, wo ist denn das Fischöl? Ach komm, einfach eingeben hier. Fischöl. So. Da ist viel Zeug drin, sehe ich gerade. Und der scannt doch leider wieder langsamer. So, weil ich werde ja nicht jeden Fisch hier zu Öl verarbeiten, wenn der Fisch... hier, Fischöl, 29,99. Das heißt, wenn Fisch günstiger ist als das Öl, dann würde ich den Fisch so gar nicht anbieten. So, dann machen wir mal hier einen 15er Stapel und zwei Stück. Ein 15er. Da werden 708 und dann habe ich die zwei auch noch mit rein. Also heute bleibt nichts übrig, heute kommt alles rein. So, schade, dass immer wieder neu scannt, das nervt natürlich. Ich kann jetzt auch nicht jede Sekunde hier raus editieren, hier, das nervt ein bisschen. So, komm rein damit. Fluchtknospe war zuletzt 49,89. Sind nicht viele drin, jetzt kann natürlich sein, dass viel verkauft wird. Jetzt habe ich beim Fisch gar nicht geguckt, ob da irgendwelche großen Unterschiede sind. Hier 35,99, ein 10er Stapel. Würde ich aufkaufen, weil, oder kaufe ich sogar auf, weil, das sind knapp 6 Gold, oder 5 Gold, die ja noch im Plus dann wären und 5 Gold sind 5 Gold, ne? Also und das bei einem 10er Stapel macht dann 50 Gold. Und hier zählt ja jedes Kupfer, jede Kupfermünze, von daher nehmen wir das alles wieder entgegen. Das könnte sich alles auch ein bisschen ziehen hier, aber da muss man halt durch. So, jetzt habe ich 21 davon, kann ich sogar einen 20er Stapel anbieten und eine einzelne würde ich dann... So blöd das vielleicht dann aussieht. Ich will aber auch nicht zu viele kleine Stapel drin haben. So, wir gucken auch hier. Hier ist nichts weiter. So, ein 20er Stapel stelle ich rein. Und dann gibt es noch einen 1er Stapel. So, schleimige Makrele habe ich noch. Der war zuletzt bei 58,30. Ist bei 119. Ja, schade, dass ich nur zwei habe. Stelle ich rein. Werde ich auch nicht verkaufen. Ich könnte natürlich alle aufkaufen hier. 120 und so. Aber da sind ja 20.000 Gold, 24.000 Gold. Gebe ich natürlich nicht aus.
Nur damit ich dann hier am Ende da unten lande. So, Sirenenpollen. Ich habe 10 mehr, als ich eigentlich gefarmt habe. Das war, weil halt so eine Biene da rauskam und nach dem Töten dann nochmal 10 abgelassen hat. So, warte mal, der Preis war 44,89. Sind wir jetzt bei 38. Auch hier lohnt sich nicht, irgendwas aufzukaufen. Und ich muss wahrscheinlich, ja, muss ich bei 37,90 rein, mache ich 2 20er Stapel und 9er. Obwohl ich lieber ein bisschen größere Stapel anbieten würde, aber okay, jetzt haben wir es halt so. Ich weiß auch nicht, warum das schon wieder ein Losscannt. Manchmal scannt er nicht. Oh, Sirenenpollen schon verkauft. 2 Sekunden drin gehabt, schon verkauft. Hätte er warten können. Ja, sieht, der Scan dauert länger, als die Leute das hier aufkaufen, was für ein Schrott. So, komm, mach hin hier. So, gleich reingestellt, den Preis, vielleicht verkaufe ich das ja auch gleich nochmal. Monolith-Erz war zuletzt 53. Oh, ist schon wieder verkauft. Schon wieder verkauft. Ganze Sirenenpollen schon verkauft. Innerhalb von 30 Sekunden, das ist schön. So, was habe ich gesagt? Monolith 53, 43. Da bin ich mal gespannt, was ich noch zusammenkriegen würde hier, was man noch kaufen könnte. Und ob es sich überhaupt lohnt, irgendwas noch zu kaufen hier. So, okay, ist jetzt nicht mehr bei 53 und auch nur kurze Spannen dazwischen, so dass sich im Silberbereich lohnt sich gar nicht irgendwas zu kaufen hier. Gut, dann mache ich einen 25er Stapel, obwohl ich könnte auch 2 15er, aber das ist mir auch ehrlich gesagt zu blöd. Also ein 25er und dann noch ein 11er Stapel. Jetzt kennt er zum Beispiel nicht, komischerweise. Und zeig es mir gleich an. Naja, gut. Rein damit. So. Dann haben wir noch Meeresstängel, 32,89 zuletzt. Auch wieder 7 Seiten. Und für die 7 Seiten brauchen wir so lange wie 20 Seiten heute. Keine Ahnung. Aber das ist halt, ja. Muss irgendwie überbrücken hier. Was hier gesagt, 32,89. Wir sind jetzt bei 24. Das ist hart. 24 ist hart. So, 3 10er Stapel. Ich gehe auch noch bei 24 rein. Und nehme das genau so hin hier. So, 24 bin ich sogar der günstigste mit dem größeren Stapel. Und dann machen wir noch 2er. Das sind natürlich nur 48 Gold jetzt, aber pff, hilft ja nichts. Sternmoos habe ich gar nicht. Ich dachte, ich habe viel mehr. Ich weiß, dass ich heute mindestens 2-mal gefarmt habe. Ach so, ein Vorkommen war verbuggt. Stimmt, da kam dann gar nichts raus. Also 50 für Sternmoos ist auch nicht viel drin. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch irgendwas flippen kann. So. Lohnt sich nicht. Also als 3er Stapel. So, dann haben wir hier Sturmsilbererz. 52,94 zuletzt. Ich würde es sehr begrüßen, wenn ich noch was flippen könnte, aber offensichtlich sieht das nicht so aus. Ich habe hier das andere Ding, das andere Kraut. Was gab es denn? Akundas Biss, genau. Müsste ich dann auch mal gucken. Hier habe ich noch Winterkuss. Recht viel gefarmt heute. So, da haben wir das Sturmsilbererz. Lohnt sich auch nicht zu kaufen. Ja, heute ist Sonntag. Heute hängt jeder hier vom Rechner und kauft hier alles auf und haut so günstig wie möglich rein. Für mich nichts, wo ich jetzt sagen könnte, okay, das lohnt sich aufzukaufen. Also machen wir 2 20er Stapel hier und dann noch einen 30er. Ein 3er, nicht ein 30er. Schön wäre es, wenn ich so viel hätte. So, jetzt kennt er natürlich die ganze Kerker wieder ab. Ich weiß nicht, warum er das macht, aber er macht es halt. So, und dann gucken wir, was ich hier noch habe. Recht viel flüchtiges Leben. Gut, das verkauft wurde, genauso wie der Schleier. Das wären auch wieder ein paar tausend Gold. Aschenblüte leider nicht verkauft, aber wer weiß, kann ja alles noch kommen. So, jetzt haben wir hier. Achso, genau. Das habe ich ja schon durch. So, wir gucken jetzt mal nach der zähen Lände. Ich hoffe, das sind nicht 25 Seiten. Oh, Stromsilbererz schon verkauft. Das ist geil. Das läuft natürlich. Das entschädigt natürlich auch für die Wartezeit, die man hier hat. Zähe Lände war zuletzt bei 4,70. Ist jetzt bei 2,59. Ich meine, es ist Gold. Das ist ja Kohle. So ist das jetzt nicht. Und ich meine, ich kriege ja relativ viel. Ich stelle es als 36er Stapel rein. War als zweitgünstigster. So. Dann ist das auch weg und ich habe genug davon und ich bekomme das immer wieder, von daher. Winterkuss, 29,90 zuletzt. Ist, glaube ich, auch einmal zurückgekommen, das eine Mal, weil es einfach keiner brauchte. So. Fällt auch immer mehr am Preis, braucht wahrscheinlich echt niemand. Auch hier lohnt sich nicht, irgendwas aufzukaufen. Würde ich sowieso nicht aufkaufen, denn der Winterkuss fällt so stark im Preis, dass ich da Bedenken hätte, wirklich was von zu kaufen. Ich mache 2 15er Stapel, 2 auf 15, so 366 Gold. Das sieht natürlich nicht so geil aus, wenn ich bedenke, dass der Aschar-Schleier teurer ist. Weitaus teurer, fast das Doppelte als der Winterkuss hier. Kommt natürlich auch darauf an, ob man
ob der Schleier jetzt noch so Wert hat und ob man den überhaupt noch verkauft kriegt. Aber ich habe ja auch den verkauft, der die Stapel nicht drin hatte, von daher denke ich, das ist kein Problem. So, gischtvernebeltes Line, 14,50 zuletzt. Ist auch nicht viel drin. Es scheinen heute viele online zu sein, die hier nur ein Stapel Leinen drin. Nur ein Stapel gischtvernebeltes Line zum Sofortkauf. Das ist ja abgefahren. So, dann stelle ich meinen als 27er rein. Das ist ja wirklich abgefahren für 25 Gold. Ja, ich glaube, dass heute viele skillen und kaufen alles auf noch. So, fleischige Keule, hauen wir mal rein. Habe ich lange nicht reingestellt, da ist gar kein Preis angezeigt. Zuletzt war es bei, weiß ich nicht, steht ja gar nicht da. Sehe ich gerade. Aber wenn hier noch ein paar Gold geht, 6,55. Heute sind die Preise wieder sehr hoch. Gut, das wären auch 65 Gold für mich. Ankerkraut, gucken wir gleich mal rein. 587,99, also 588 ist bei 500, dann kommt 513. 513 würde ich mitnehmen. Nehme ich auch mit, kaufe ich auf jetzt. So, dann habe ich schon mal wieder 8, was sind das? Ne, 9, 9 weitere. So, 4 sind schon mal weg, aber das macht nichts. Ich habe auch überlegt, ob ich jetzt, weil der Stapel halt 10er kriege zusammen und dann habe ich immer noch 2. Ja, würde ich einen 10er Stapel reinstellen und einen 2er Stapel, denke ich mal. So, rein damit. Jetzt sind wir bei 513, es sei denn, jemand hat nachgelegt und ist wieder günstiger. Entschuldigung. Also 513, gut, dann mache ich... Ne, ich mache 2,5er Stapel. Denke ich, ja, kommt 2,5er Stapel rein damit. Ist fast dasselbe, wie ich es vorher vorhatte. Und noch ein 2er Stapel. Ansonsten lohnt sich hier nicht irgendwas aufzukaufen. Da müsste ich bis 520 runtergehen. Ist mir aber echt zu viel. 45.000 Gold, 35.000 Gold. Ne, die Knete habe ich nicht. So, Schimmerschuppe war zuletzt bei 68 Silber. Da hat man unheimlich viel Zeug von. Ich glaube nicht, dass ich die verkauft kriege. Ehrlich gesagt. Und wenn die jetzt immer noch im Silberbereich ist, würde ich die auch gar nicht anbieten. So, ich will den Scan, ehrlich gesagt, ich will das auch gar nicht weiter. Also, da scheiße ich echt drauf. 22 Seiten gucke ich mir nicht an, nur damit am Ende dann irgendwie ein paar Silber da stehen. So, 63,40 zuletzt für Ashara Schleier. Ist immer noch bei 63,40, ist ja witzig. So. Da kann ich 23er Stapel erstellen und dann hau ich noch einen 4er rein. Ab dafür. Flüchtiges Leben 79,99 zuletzt. Ist jetzt bei 78,40. Das ist vollkommen in Ordnung. Stelle ich auch noch rein. Wenn ich das verkauft kriege, bin ich zufrieden. So, haben wir den 13er Stapel. Auch wieder ein paar tausend Gold, die sich hier stapeln. 40 Gold, genau, war zuletzt. Aschenblüte ist jetzt bei 29,99. Und dann kommt hier 37. So, ich kaufe die einfach auf, obwohl ich sehr, sehr viel habe. Ich probiere es einfach mal. Die waren jetzt nicht so teuer, von daher kann ich es überleben, selbst wenn ich die jetzt nicht gleich verkaufe. Ich dachte gerade, wieso steht hier so eine Maulwurfsmaschine? So, haben wir. Und gleich rein damit muss ich auf jeden Fall größere Stapel. Da mache ich mal 250er, 450er Stapel. Ne, 250er geht ja nur. So, 250, das wären 1850 Gold. Das wäre ziemlich gut, wenn es jemand kaufen würde. So, und dann habe ich die 37 genauso rein. Ich will jetzt gar nicht so lange damit verbringen, hier ewig rumzudaddeln. So, Pyrit erst 145, war ja nicht verkauft. Was zur Hölle? Ankerkraut verkauft. Ich verscheue hier ohne Ende. Aber ich muss, ja, hier. Pyriterz, ein Dreier für 30,99 Gold kaufe ich auf. Pyriterz muss man jetzt ein bisschen hinterher sein. Also man muss es wahrscheinlich öfter anbieten. Weil das jetzt schwierig ist zu verkaufen. Viele brauchen es jetzt eigentlich überhaupt nicht. Aber, also, Stapel für 30 Gold lasse ich nicht drin. Wenn es vorher bei 147 oder 150 war. Das sehe ich nicht ein, ganz ehrlich. So, also steige ich jetzt nochmal rein. Mache hier 3,15er Stapel. So, haben wir noch 3 Stück übrig. Hau hier 3 Stück rein. So, ist weg. Elementium-Erz wird sehr, sehr günstig sein. Das lohnt sich wahrscheinlich fast gar nicht. Aber das war halt so ein Beifang sozusagen. Weil ich ohnehin am Farmen war. Und das halt immer... Obwohl, ist bei 3 Gold. Ist bei 3 Gold. Machen wir 2,25er. Jetzt mein 9,7er Stapel. Wenn es jemand kauft, ist ja auch alles Knete. So, flüchtige Erde 4,98 zuletzt. Wird wahrscheinlich jetzt auch nicht doch. Das ist auch relativ okay. 11,25 rein damit. So, flüchtiges Feuer 68,70 zuletzt. Das ist bei fast 90. Das stelle ich auch als 4er rein. Da habe ich noch einen Stein hier. Okay, der wird keinen Wert haben. Na. 4,5 Gold ungefähr höher. Flüchtiges Wasser 50,99.
Ist jetzt bei 58,50, bietet sich an, habe genau einen 5er Stapel. Und Gärtenrohr, ich hoffe, das ist jetzt nicht noch mehr gefallen. Nee, ist sogar 6 Gold gestiegen. 2,15er Stapel und ein 4er habe ich noch. So, jetzt sind wir ja bald durch. Jetzt habe ich noch das ganze Essen hier. Wird wahrscheinlich auch ziemlich, ist bei 28,70. Könnte ich reinstellen, aber ich lasse es einfach. Auch wenn es 5 Gold wären, aber ich glaube nicht, es sind so viele drin, das kauft doch nie einer. Und der eine hat die 28,20er Stapel drin. Dann lieber nochmal den Stoff reinhauen, waren 5 Gold zuletzt. Bin gespannt, wo es jetzt liegt. Ist jetzt bei 2,62, aber gut, ich brauche das überhaupt nicht. Jetzt haben wir noch hier Rotflossenschmerle. Da habe ich, glaube ich, letztes Mal welche aufgekauft. 114 waren die jetzt. Sind jetzt bei 85. Puh, weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Also hier bis 90 würde es gehen und dann bei 98 wieder rein. Ich probiere es mal. Ich kaufe die tatsächlich. Ein bisschen muss ich ja flippen. So, ich kaufe jetzt alle bis 98. Allerdings nicht inklusive 98. So, auch die kaufe ich. Die kaufe ich auch. 89er und den 90er. Und dann gehe ich also bei 97,90 rein. Das sind nicht ganz 10 Gold, jedenfalls nicht für die letzten zwei gekauften Stapel, aber es ist immerhin was. Wäre natürlich geil eigentlich, wenn es eine größere Spanne da wäre, die für mich natürlich auch günstiger zu erwerben wäre, ist aber leider nicht. Also kaufen wir das so. Jetzt habe ich 52, ich würde sagen 15er Stapel stelle ich rein. Wenn er mal fertig gescannt hat. Jo, oder 25er. Wäre natürlich besser für mich. Ja komm, wir machen 2 25er zu 97,90. Und auch ein Stapel. So, Nylonfaden will ich fast gar nicht reinstellen, aber ich habe dafür überhaupt keine einzige Verwendung. Ich kann damit nichts anfangen. Einfach reinstellen, gar nicht weiter gucken. Kalzifizierter Knochen, 13 Silber. Gucken wir mal, ist wahrscheinlich auch 12 Seiten. Gucke ich mir gar nicht länger an. So, genau dasselbe. Die kann ich noch verschenken, ich weiß auch schon an wen. So, habe ich noch Sternenholz hier. Ob das einer kauft, wahrscheinlich nicht. War zuletzt bei 1 Gold und 1, das ist jetzt bei 1 Gold. Ist egal, ich nehme die 3,97 mit. Oder 1,97, was das sind. So, 57 war hier das zuletzt, ist jetzt bei 7,45. Hätte ich auch nicht reingestellt jetzt, aber der hat so schnell gescannt. So, Tiefsee-Satin, 88 Gold. War der zuletzt. Scheint auch relativ viel drin zu sein. Ein paar Sachen haben wir noch vor uns hier. So, auch tierisch gefallen im Preis. Auch nichts für mich, wo es sich lohnt aufzukaufen. Also rein die 2, so 99 Gold. Platin Erd 47, 97 zuletzt, habe ich nur 3 Stück von. Und dann haben wir noch salziges Fleisch und Tiefsee-Satin gleich verkauft. Okay, ich habe schon richtig was verhökert hier. Und Mitternachtslachs, da setze ich noch ein paar Hoffnungen rein, so 36,90. Schlechte Preise, obwohl das Platinerz ja nicht so häufig vorkommt. Aber okay, ich muss da mitgehen, leider. So, Spurschnapper, knapp 50 Gold zuletzt, 49,50. Wir sind jetzt bei 25 Gold. Ich gehe da drunter rein, denn 25 Gold ist mir, den könnte ich aufkaufen, aber ich, was soll ich einen 10er Stapel davon aufkaufen, ganz im Ernst. Platinerz verkauft, schön. So, dann haben wir noch blutbefleckter Knochen, 34,50 war der zuletzt. 16 Seiten. Ja, da muss ich jetzt irgendwie durch. Jo, ist wieder ein bisschen gestiegen, weil bei 34,50 knapp 5 Gold gestiegen. Gut für mich, denn ich habe ja 12 Stück davon. Was ist gut? Bisschen mehr wäre doch schöner. Hier würde ich auch nie was aufkaufen, denn das ist nichts, was ich eigentlich farme. Das ist ja nur alles, was ich durch Verschotten kriege und so. Also stelle ich es einfach so rein, wie jeweils der Preis ist. So, das heißt, wären knapp 500 Gold für mich. So, jetzt haben wir noch Akundas Biss. Da habe ich 3 von letztens noch übrig. Sind ja nur 2 Seiten. 43 Gold. Okay, ist auch tierisch gefallen. Aber sonntags fallen sowieso die Preise immer. Das heißt, der Mitternachtslachs wird jetzt auch relativ weit unten sein. 581 war er zuletzt. 3 Seiten haben wir hier zu bestreiten. Ja, ich sage 439. Ich meine, ist immer noch Kohle. Ist immer noch Kohle, aber ist mir eigentlich zu wenig. Gut, aber ich stelle es trotzdem rein. Ich werde ja ab und an vielleicht nochmal angeln, obwohl ich jetzt ein Wäldchen gar nicht bekommen habe. So, nee, was wollte ich? Was mache ich denn hier? Jesus, komm, 1A2, machen wir 2 Stapel, 879 Gold. So, dann haben wir hier noch ein dickes Paleo-Steak. Okay, das sind nur 6 Seiten, das kann ich noch überleben. Es ist was anderes, als wenn man 16 Seiten hier durchtackern muss.
So, komm, zeig's mir an. War zuletzt, was habe ich gesagt? Ach Gott, oh Gott, oh Gott, nee, da stelle ich nichts von rein. Das ist ja, der Preis ist ja gar kein Preis mehr. Das ist ja so abartig schlecht. So, salziges Fleisch war 1980 zuletzt. Und vier Seiten voll drin. Also 1980 in Silber. Dann gucken wir mal. Jetzt ist er bei 3,50. Das lohnt sich eher für mich. Stell ich rein. Und das war es dann hier eigentlich gewesen. Denn ich habe jetzt alles rein, was ich reingestellt, was ich überhaupt im Angebot hatte, was ich überhaupt mit hatte. Wir gucken mal. Auktionen. Okay, Ankerkraut. Das mit dem Ankerkraut ist ziemlich geil. Da sind wir hier locker auf 1,5. Ja, kommen wir auf 3. Da sind wir so bei ungefähr 10.000 hier. Ich habe jetzt immer ganz kurz überflogen hier, wirklich nicht durchgerechnet. Ja, das war's denn hier eigentlich. Habe ja noch einiges hier am Start. Ich hoffe nochmal, dass hier auch der Schleier verkaufe, flüchtiges Leben, Aschenblüte endlich nochmal weggeht und das Pyriterz vor allen Dingen. Beim Elementiumerz ist nicht so wild, aber der Rest wäre doch schön, weil es halt noch richtig Kohle bringt. Und auch hier die Rotflossenschmerle wäre cool, wenn die sich noch verkauft. Also, ich sag mal, danke fürs Zuschauen, könnt gerne ein Abo hinterlassen, tut euch nicht weh, würde mir helfen. Mein salziges Fleisch ist verkauft, wir sehen uns beim nächsten Video, haut rein, bis dann, ciao, ciao.